Eher ein Fall für Beerdigung mit geschlossenem Sarg. Jo, meine lieben kleinen Bros da draußen, ich zeige euch heute einen neuen Solo-Glitch in Zombie-Modus. Das Einzige, was ihr dazu braucht, ist einen Rocket Launcher, etwas Technik und das war's eigentlich schon. So, im Spiel braucht ihr dann erstmal 1500 Punkte, dass ihr die Tür aufkaufen könnt. Aber nicht die, was ihr jetzt meint, sondern die zeige ich euch gleich. Noch eine wichtige Sache, es wäre gut, wenn ihr noch einen Zombie übrig hättet. Das wäre gar nicht mal so unklug, wenn es bloß nur ein Zombie ist, der euch verfolgt. Denn unten, werdet ihr selber merken, könntet ihr vielleicht nochmal drauf gehen, weil euch ein Zombie schlägt. Das wäre vielleicht nicht so gut. Aber wenn ihr allein spielt, habt ihr ein Selbstmeditationspack. Das müsst ihr aber leider verwenden. So, warum mit Raketenwerfer? One, die Waffe braucht ihr einfach unten. Zweitens, sie hat einen geilen Nebeneffekt, man ist schneller ohne sie. Und so kann man hier leichter rüberhupfen. Ist im Prinzip ganz einfach, ihr nehmt von ganz hinten Anlauf und versucht darüber zu hopfen. Es kann ein paar Versuche dauern. Klappt nicht immer. Also wir sehen uns gleich wieder, wenn ich es geschafft habe, darüber zu hopfen. So, da Leute, es habt ihr gesehen, es hat gleich mal beim dritten Versuch funktioniert. So, jetzt, also, sobald ihr jetzt hier drüber geht, bekommt ihr schon Schaden. Deswegen empfehle ich euch, dass ihr hier gleich drüber hupft. Hier zum Panzer. Also ein easy peasy. Dann müsst ihr einfach dahinter kriechen, ihr habt genügend Zeit. Und ihr braucht einen Zombie, was hier oben auftaucht. Und zwar den Elektro-Zombie. Ihr braucht nämlich die Sicherung. Ist auch eine ganz wichtige Sache. Auf jeden Fall kriegt ihr jetzt erstmal dort hinter ein Stückchen. So, ah, dürfte reichen. Jetzt da hinten ist er schon gespawnt. Könnten wir ja schon sehen. Dann ganz schnell hier runter rennen und durch. Oh. Für meine Inversionssprengköpfe. Wenn ihr das nicht Sie macht, dann habt ihr das kleine Problem, dass vielleicht, aber nur vielleicht, könnte es passieren, dass ihr da oben stirbt. Vielleicht haben wir noch ein paar Zombies, wie ihr sehen könnt. Hoffentlich sind sie schlau genug, nicht vom Zug überrollt zu werden. So, drücken wir jetzt mal fertig. So, und den da oben kann man vielleicht schon mal tot messern. Ist ja noch eine sehr kleine Runde. Verbesserter Dämon ist ausgelöst. Also, wir bekommen auf jeden Fall jetzt keine Schaden mehr. Außer ihr geht in diese Mitte hier, wo ihr gestorben seid. Dann kriegt ihr Schaden. Aber hier kann man sich gut möglich frei bewegen. Also, ich bin jetzt hier noch nicht gestorben. So, was ihr jetzt halt macht, ihr läuft hinter zu Packer Punch, schaltet sie frei und puncht eure Waffen. Wir sehen uns gleich wieder, wenn ich das geschafft habe. Bis gleich. So, da Leute, jetzt noch da, wo wir die genügend Punkte zusammen haben, um das Ganze zu machen, gehen wir einmal unseren Raketenwerfer punchen. Und zwar macht es am besten genauso wie ich, einfach einmal hochpunchen und dann diese Modifikation draufhauen. So, wenn wir dann das alles haben, dann sind wir eigentlich so gut wie durch. Dann müssen wir bloß noch eine Sache machen. Und zwar, ich zeige euch den direkten Weg hier, einmal rum. Hier einmal runtergehen, am besten folgt einfach dieser Anleitung, so wie es ich gerade mache, dass es auch ja nicht in die Hose geht. Ich habe schon auf anderen Wegen probiert, aber leider ist es bis jetzt nur auf diesen einen Weg hier erfolgreich gewesen. Also einfach durchlaufen. Wird schon funktionieren. So, auf die hier müsst ihr allerdings aufpassen, hier könnte der Zug euch überrollen, wenn ihr nicht aufpasst. So, einfach hier drüber, dann da hoch. Hier aufkaufen, wenn ihr kein Geld habt, so wie ich, dann macht es euch schnell, baut einen Gang. So, ich hatte sogar doppelt Glück. Noch ein paar Punkte geschenkt. Zurück. Ich habe jetzt leider nicht nachgeschaut, was es kostet. Okay. Auch empfehlenswert ist der Ätherschleier. Falls ihr mal Not Situationen geraten sollte, könnt ihr euch damit ganz einfach easy peasy befreien. So, da. Jetzt halt einfach hier hochgehen. Aufpassen, hinten ist auch gleich die Death Zone, also aufpassen wie ein Lux hier hin. Und ja, nicht zu weit nach hinten, weil hier kriegt ihr ja Schaden, habt ihr gerade eben bei mir gesehen. Es spawnen alle Zombies an diesen Fleck hier unten.
Und ihr könnt easy Punkte machen innerhalb von Minuten. Also ein einfaches hier chillig warten und immer wieder mal reinrotzen, damit das funktioniert auf jeden Fall. Joi.